In der Nähe von Aschaffenburg beschädigte die Feuerwehr im Einsatz einen Rettungshubschrauber, sodass er nicht mehr weiterfliegen konnte. Ein 51-jähriger Fahrer war mit seinem Tanklastzug auf der A3 unterwegs, als sich plötzlich vor ihm ein Stauende befand. Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Stauende auf. Der Aufprall war so stark, dass er in seinem Führerhaus eingeklemmt war und die Verletzungen waren auch so heftig, dass er an der Unfallstelle verstarb. Zur Rettung des Patienten war auch ein Rettungshubschrauber der Johanniter im Einsatz, der wie üblich auf der Autobahn landete. Während des Einsatzes beschädigte ein Feuerwehrfahrzeug versehentlich den Rotor des Rettungshubschraubers. Für den RCH war damit ein Weiterfliegen nicht mehr möglich. Die Frage war jetzt, wie bekommt man einen defekten Rettungshubschrauber von der Autobahn, der nicht mehr fliegen kann? Das Ganze gestaltete sich sehr aufwendig. Es mussten die Rotorblätter demontiert werden und es musste ein Kran und ein Tieflader organisiert werden, um das Fluggerät in die Werft zu transportieren.